Ein letztes Mal herzlich willkommen zu Let's Co-op Together Dawn of War 2 Retribution. Nachdem wir ein Projekt angefangen und nicht vollendet hatten, sehen wir jetzt hier zum allerersten Mal die finale Mission von Dawn of War 2 Retribution. Wir, das sind in dem Fall die Battle Brothers. Ja, Wahrheitssong und? Der unnahbare LP. Richtig. Und heute ist es soweit. Wir haben gekämpft. Wir haben Leid gesehen, wir haben ganze Planeten vor unseren Augen zerfallen sehen, aber wir sind am Ziel. Und richtig. Heute geht's um die Wurst. Mit dem Volk der Elder von Anfang an begleitet. Wir haben viel Story noch erfahren über natürlich die Dawn of War 2 Kampagnen, aber auch im Rückblick nochmal auf die Kronos-Kampagne einige Sachen erfahren. In unseren Augen jetzt schon eine sehr gut gelungene Fortsetzung der Kampagne der Elder, beziehungsweise generell der Kampagnen aus Dawn of War 1 und 2. Richtig, von dem Chaos waren wir ein bisschen enttäuscht, muss man sagen. Aber hier von der... Nee, Verzeihung, doch Chaos war es, was wir gespielt haben, oder? Ja, doch, wir haben Chaos gespielt. War Chaos. Ja, waren wir ein bisschen enttäuscht von, aber hier von den Elder soweit sehr zufrieden. Das Einzige, was ich wirklich nervig finde an der Kampagne, ist, dass die dass die Inquisitorin eine unheimlich nervige Stimme hat im Deutschen. Ja, extremst. Aber das soll uns ja jetzt nicht weiter stören, weil wir ja eh mit den Eltern spielen. Das heißt, ich würde sagen, Kaled, Elenwe, Ronan und Veldoran begeben sich in die letzte Schlacht und wir hören uns die letzte Einweisung an. Eine klare Ansage. Eine klare Ansage. Und ich bin gerade unheimlich motiviert, diesem Typen sein ketzerisches Maul mit seinem Blut zu stopfen. Ja, ich hätte jetzt irgendwie eher so an die Klingen von Kaelith und Elenwe gedacht. Gabriel Angelos. Hat die Blood Ravens durch zahlreiche Feldzüge geleitet, darunter auch die Befreiung von Tartarus und gegen die Elder Orks und Chaos Space Marines gekämpft. Obwohl er dem Imperium der Menschheit zu siegen verholfen hat, befreite er versehentlich einen Dämon aus seinem Gefängnis im Maledictum. Ein Fehler, mit dem Angelus schon seit langem zu kämpfen hat. Den Rest brauchen wir nicht lesen. Psst. Oh, wow. Der Tod von Planeten ist mir nicht fremd. Cyrene war meine Heimat.
Doch als die Not offenbar wurde, zögerte ich nicht, die Inquisition zu kontaktieren. Durch meine Hand brannte Cyrene nieder. Cyrenes Geheimnisse leben nun ausschließlich in mir weiter. Und sie werden mit mir sterben. Ob ich nun siegreich bin oder erschlagen werde, meine Sünden werden Vergeltung erfahren. Dies ist das letzte Testament von Gabriel Angelos, Captain der 3. Kompanie der Blood Ravens. Retter von Tartarus, Verderben der Black Legion, Diener des Imperators. Okay. Geil. Ich stelle einmal gerade noch den Ton ein bisschen leiser. Wo haben wir das Audio? Gesamtlautstärke noch mal ein paar Tacken, so. Genau. So, die hat uns nämlich bei den letzten Missionen im Kampf ein bisschen gestört, aber für die Einleitungsmissionen war die ja genau richtig. Also hier für die Startsequenz und so weiter, deswegen hier. Da kommt schon wieder der obligatorische Trupp. Bobspin, genau. Fand ich jetzt ehrlich gesagt mega episch, gerade wo er da in die Lava reingestiefelt ist und als Dämonenprinz wieder rausgewandert ist. Dämonenprinz oder Blutdämon? Als Blutdämon nicht, sonst hätte er sich ja geopfert. Ja und? Was ist der Unterschied? Dämonenprinz ist noch die gleiche Person. Blutdämon ist einfach nur ein Opfer, das einen anderen Dämon aus dem... Also es öffnet einen Riss im Warp, der okay. Diesen Dämon halt... Ja. Holen lässt. Bullshit, ein Cybot. Ja. Ich darf da doch gerade mal so eine Granate reinschmeißen, oder? Und ich heil dich mal so ein bisschen. Was war das denn? Das war die Fähigkeit von meiner Eulen, alles anzuheben und durch die Gegend zu werfen. Okay. Schon noch mal ein paar Bobspinnen. Ach ne, kann ich nicht. Größeres Bevölkerungslimit benötigt. Naja, jetzt. Das sind gerade ein paar Bobspinnen kapiert. Ist der Cyborg noch ganz schön lebendig. Zu lebendig für meinen Geschmack. Ja. Ja, super. Die Granate war jetzt auch verschwendet. So. Oh mein Gott, was ist denn das da alles auf der Karte? Ja, diese ganzen Dinger, ne? Also wir haben hier überall Hauptquartiere und überall krasse Scheiße. Und wir haben hier einen riesigen Vulkan. Siehst du das da oben? Mhm. Hammer, oder? Ich würde mal glatt sagen, das ist da, wo sich Kyros eingeschmolzen hat. Ah, Kacke! Moment, ach so, scheiße, du bist da auf Gegenwehr gestoßen. Aha. Ja gut, Gegenwehr werden wir, glaube ich, eine Menge hier haben. Ich habe übrigens mal vom Platz auf der Festplatte geguckt, nicht, dass uns hier mal wieder das gleiche passiert wie ein paar Folgen vorher. Wir haben noch Zeit, würde ich sagen, für circa... ich würde mal sagen, eine Stunde Aufnahme. Ich denke, das sollten wir schaffen, oder? Ja. Ich will es schwer hoffen. Oh, warum denn so viele Zerschmetterer? Zerfleischer, Entschuldigung. Ja, aber die Warpspinnen tun da ihr Übriges, finde ich. Ja, es ist trotzdem leicht nervig. Ja, das stimmt wohl. So, weiter geht's. Okay, wir müssen hier schön viele Punkte einnehmen. Also das Schöne, was ich als Vorteil sehe, ist ja, dass wir einfach die Warpspinnen uns jederzeit kostenlos holen können. Mhm. Und auch in beliebiger Menge. So, die... Ja, nicht ganz beliebig, je nachdem wie viel... Bevölkerung halt, ne? Und genau. Natürlich sind wir auf den Cooldown angewiesen, aber sie kosten uns wirklich gar nichts. Das finde ich eine extrem super Fähigkeit, weil man damit einfach irgendwas hat, was man verheizen kann, was man eben verlieren kann, was nicht schade ist, wenn man das verliert. Wow. Okay, das haben wir auch so noch nicht gehabt. Das war anders geplant, ich hole sie gerade mal wieder. Mhm. Okay, da oben haben sie gerade zwei Trupps Warpspinnen zerheizt. Generell kommen mir die Einheiten relativ stark vor. Ja, da ist eine Menge Korngedönse hier. Caleb ist schon wieder fast tot. Nee, immer noch. Ihr hattet ja nie volle Gesundheit. Ja, stimmt. So, hier unten nochmal weiter. Okay. Jetzt sind da oben noch so ein paar kleine Freaks. Tschüss. Ich bin unterwegs.
Okay, meine Leute regenerieren sich aber langsam wieder. So, ist hier noch was? Hier sind. Ich greife die Truppen hier hinten in der Ecke nochmal eben an und hau die um. Ja, dann haben wir sie halt weg, ne? Ja. Ich meine, bei der letzten Mission können wir uns ja Zeit lassen. Wir hören zu, das freut mich sehr. Wäre auch doof, wenn nicht. Sagt wer? Ich glaube Ronan. Chaos Space Marines, wie ekelhaft. So. Jetzt hier hoch. Okay, dann. Punkt. Abquartiere. Die Karten waren mir eine Ehre, Gabriel. Empfehlen Sie meine Dienste dem Imperator. Der Imperator schütze Sie, Skriptor. Ich gehe nun, Ihren Orden zu erlösen. Das ist doch auch dein Orden. What the fuck? Und so sind die Wege der Dämonen. Sie belügen, leiten uns fehl. Sie zu vernichten ist der einzige Weg, ihren Einflüssen zu entgehen. Okay, die sind da oben gerade also fett am Feiern. Ja, wir haben keinen Zeitdruck, ne? Also ruhig bleiben. Das weiß ich eben nicht, ob wir den haben. Guck dir das da oben mal an, wie Kyras aussieht. Das ist doch Hammer, oder? Ja. Der hockt da an seinem Whirlpool. Boah, der sieht echt Hammer aus. Was? Ronan ist uns krepiert. Ja, voll lauter Enthusiasmus. Ach fuck, du bist da oben alleine, Entschuldigung. Ich komme. Puh, ich würde sagen, den Heal-Zauber von Dingens habe ich im letzten Moment aktiviert. Boah, hier sind ja überall Leute, das ist ja krank. Alter, meine Olle krepiert mir schon wieder. So. Ich werde jetzt hier so ein bisschen vorsichtiger spielen. Ja, das sollte ich vielleicht auch tun. Meine Olle ist mir nämlich gerade schon wieder krepiert. Die ist... gerade die Chaos Space Marines hauen halt wirklich extremst rein. Oh ja. Ich könnte hier so ein bisschen... Hilfe! So viel dazu. Genau, belebt die mal infiltriert wieder. Oder auch nicht infiltriert. Do it! Do it! Sie lebt. Ja, die braucht für alle... Aha! Bleib hier, ich bin noch infiltriert! Ja, ich aber nicht. Ja, weil du deine Fähigkeit eingesetzt hast. Okay, so, jetzt warte ich erstmal so ein bisschen, bis meine Energie wieder da ist. Die brauche ich nämlich. Okay, ja gut, ich gebe dir recht, die Chaos Best Friends, die hauen ordentlich rein. Zu sehr für meinen Geschmack. Okay, ich bin soweit. Rein? Jo. Ich kümmere mich erstmal um diesen doofen Chaos-Cyber da. Vorsicht, Vorsicht, hinter dir. Ronan ist gerade am krepieren. Ja. Und das war deine Olle schon wieder. Nö. Boomer, wir brauchen halt echt mehr Warp-Spinnen gegen die Fahrzeuge. Ja, mir fehlt halt so ein bisschen die Bevölkerung. Ich kann momentan immer nur einen Trupp auf einmal holen. Wenn wir das Hauptquartier einnehmen, wird das schon ein bisschen besser. Wir könnten uns übrigens auch gleich mal einen Avatar holen. Das fände ich eigentlich nicht blöd. Durchaus nicht, nein. Okay, Granaten fliegen auf den Cybot. Ja, super. Zum Thema Verschwendung. Zum Thema Bevölkerungslimit erreicht. Ja, was brauchen wir für einen Avatar? 25 Bevölkerung, aber ansonsten könnten wir den bauen. Mhm. Ehrlich gesagt wäre mir der Avatar lieber als jede Warpspinne. Ja. Du kannst dich ja mal mit dem Warpspinnen darüber porten. Ich weiß nicht, ob du das gegen die... Ja, das ist glaube ich zu viel, oder? Warte mal. Nee, ich kann das da unten nicht einsetzen. Also ich kann da nicht rüberporten, das geht nicht. Ach so, ja gut, gut, dann egal.
Dann weiter, weiter. Wollen wir links lang oder hoch? Keine Ahnung. Ich würde links lang gehen. Da ist noch ein Energiepunkt. Okay. Bin jetzt unterwegs. Oh wow. Das ist bestimmt unser Sekundärziel. Ja. So gut so. Bro. Ich bin bereit. Ich stimme zu. Eine gute Position. Nee, doch nicht. Sogar unser Primärziel. Ja, sonst kommen wir einfach nicht zu ihm durch, glaube ich. Ja. Okay, gut. Wir brauchen aber mehr Bevölkerung. Wo kriegen wir mehr Bevölkerung her? Da oben kriegen wir mehr Bevölkerung her und da kriegen wir mehr Bevölkerung her. Okay. Und aus den Hauptquartieren, oder? Ja, klar. Also wir kriegen auch aus den kleinen Dingern, kriegen wir auch. Aber die haben wir ja hier gar nicht. Doch, klar. Ach so, nee, die meinst du. Nee, die nicht. Für die Warp-Spinne gibt es keine Barrieren. Ich spüre den Funkeln von Eldar-Leben. Okay, so viel dazu. Die hatten nicht mal Bock, da ihre Granate reinzuschmeißen. Das da oben ist echt nicht angenehm. Warte, warte, ich schmeiß da oben jetzt erstmal meine Granaten rein. Ich bin unterwegs. Und jetzt verpiesel ich mich hier schleunigst wieder. Okay, auf verpieseln haben die wohl keinen Bock. Puh, das war knapp. Und du bist noch nicht über den Damm. Na, ich habe jetzt erstmal da ihr Schutzschild wieder aktiviert, aber das hilft leider auch nicht ewig. Ich heal die mal wieder, so. Ah, diese Kornberserker, die sind nervig. Oh Gott, Ronan ist sowas von fast tot. Oh ja. Ich hole mir mal die Verbesserung für die Gesundheit für Ronan. Das ist eine gute Sache. Na, ich glaube. Kohle für Infanterie brauchen wir sowieso nicht mehr dank den Warp-Spinnen. Fürs Erste nicht, nee. So. Auf den Cyber da oben noch. Na, es sind hier leider sogar zwei. Alter, wie wenig Schaden die einfach dadurch fressen, das ist ja Hammer. Die Cybers, die halten mir zu viel aus. Es waren schon wieder ein voller Trupp Warp-Spinnen, by the way. Bam, 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 da oben sind nochmal zwei Cybots, ne, ein Cyber zum Glück nur. Reicht auch. Ja, eindeutig. Ich überlasse das der Gnade des Todes. Das überlässt du der Gnade des Todes, das ist aber freundlich von dir. So, da vorne ist der erste Turm. Ja, dann wollen wir den mal nehmen, ne? Wenn die uns den so einfach nehmen lassen, das ist natürlich die ganz andere Frage. Ich denke aber schon. Ich sehe davon, dass da gerade so ein bisschen was von hinten kommt, aber... Na komm, danke. Okay, der Turm ist gefallen. Oh! Ein bisschen dämlich sieht er ja schon aus. So, alles klar. Wollen wir uns da oben die Bevölkerung holen? Auf jeden Fall, oder? Wir brauchen die ganz dringend für den Avatar. Oh shit, da kommt so ein bisschen was. Ja. Unser Freund macht orbitales Bombardement. Na dann rauf da. Ja. Was wird das jetzt schon wieder? Hey! Oh wow. Krepiert er jetzt da? Weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall ziemlich den Arsch offen. Oh ja. Oha. Okay, die Blood Ravens sind gefallen. Eine Schande, dass ein Space Marine gefallen ist. Bevölkerungsgrenze erhöht. Ablenkung dienen können, während wir vorrücken. Holst du den Avatar? Nö, mach du. Ich hab ja meine Warp-Spinnen. Das ist eine leichte Aufgabe. Jetzt gut, Avatar ist im Bau. Die wertvolle Felder Blut ist vergossen worden.
Aber wir haben jetzt auch noch ordentlich Platz, also. Ja. Kannst ruhig nochmal einen Trupp holen. Ja, zwei Warpspinnentrupps kriege ich noch. Wir haben ja auch noch mehr Bevölkerung, die wir theoretisch holen können. Naja, klar. Also wir klappern jetzt hier erstmal alles ab, würde ich sagen. Jo. Naja, da vorne wäre das nächste Hauptquartier gewesen. Ja, dann gehen wir doch da hin und holen das. Ich glaube, ich hole den Avatar aus dem Hauptquartier, dann muss der nicht einmal die ganze Strecke entlang laufen. Brech doch mal ab, den Bau. Habe ich schon. Okay. Vorsicht, da sind Zerdingens. Zerpester. Fleischer. Zerpester. Und Avatar ist im Bau. Gut. Klingt ganz wie ein Multiplayer. Und Avatar ist im Bau. Ja, so ein bisschen, ne? Da ist ein Predator. Ja. Warpspinnen kümmern sich drum. Ah, da sind sogar zwei. Halt! Ah! Ich konnte nicht mal mehr meinen Zauber aktivieren. Wir haben das Schwert des Zwielichts gekriegt. Das wird uns jetzt auch noch so wahnsinnig viel nutzen. Ja, richtig. Da ist der Avatar. Okay, dann kümmer du dich mal da oben um den Scheiß. Ich komme irgendwie nicht über einen Bobspinnentrupp, einfach weil hier so viele Feinde sind, dass sie ständig sofort wieder sterben. Aber ich meine, es ist ja gut, weil wenn die sterben, dann hieße das ja, dass wir sonst sterben würden. Ja. Alter, der Avatar. Bumpf. Zieh mal deine Bobspinnen zurück, dann überleben die vielleicht nochmal. Ja. Mit X. Ach, Blödsinn. Ich zieh die einfach so zurück. Ich meine, wir sind ja hier direkt beim Hauptquartier. Aber ich habe gerade noch mal einen Trupp geholt. Hass ist meine Lieblingswaffe. Ronan? Ja. Vorsicht, da zieh mal den Avatar gleich mal wieder ein bisschen zurück. Weg, ja. Zieh den mal taktisch zurück, bitte, gleich. Ja, gegen den Cyborg habe ich da keine Schnitte. Oh je, wenn er da überhaupt mal wegkommt. Ja. Macht das schon. Sieht gut aus, ja. So, damit haben wir nochmal das Bevölkerungslimit bekommen. Ja. Du kannst die Warp-Spin bei dir auch mal verbessern. Na, nö, warum denn? Wie gesagt, das lohnt sich praktisch nicht. Eine Positionsveränderung ist vonnöten. Wo bist du alle? Gut, dann gibt's jetzt nochmal Warpspinnen. Und da kommt Piff. Okay, gut, damit haben wir schon mal wieder drei Trupps Warpspinnen. So langsam geht's bergauf. Das heißt, wir haben der Avatar jetzt... ist auch wieder... Ah, Vorsicht, Vorsicht, Cybot. Ja, ich seh's schon. Alter, die Chaos Cybots, sie sind... Impulsmine. Die Chaos Cybots, sie sind echt übel. Ja, ich habe ihm auch nochmal drei an den Kopf geschmissen. Ja. Das regelt. Da ist der nächste. Oh Gott, wobei Kaleth und Elen wir zusammen im Nahkampf auch so ganz gut Schaden machen. Ja, die generell unsere Waffen machen alle ein bisschen Schaden. Das läppert sich dann halt. Ja. So, da oben ist der zweite Turm. Drauf da. Mhm. Aber mir kommt der Avatar auch stärker vor als im Freeplay. Ist er auch. Im normalen Gefecht. Ja. Ach, der hat da wieder so ein bisschen Schutt aufgeworfen. Verpiss dich da. Raketenhagel incoming. Ich hab noch mal ein paar Warpspinnen geholt. Ja, ich seh's. Wir werden von Chaos-Einheiten angegriffen. Wir werden nicht von Chaos-Einheiten angegriffen, sondern nur von so ein paar Steinbröckchen von ihrem Obermufti. Also mittlerweile sind wir bei 4 Trupps Warpspinnen. Läppert sich. Durchaus. So, ich finde das voll knorke, wenn ihr mal aufhört, auf Elenwe zu feuern. Und da ist der nächste. Cybert. Cybert. Ah, das macht Friendly Fire, dein komisches Brennen. Du hast gerade 4 Trupps Warpspinnen gegrillt. Echt? Ja. Oh shit. Das wusste ich nicht, das tut mir leid.
Sie schießen auf uns. So. Nee, ein Tropfhopfspin hat überlebt. Normalerweise... Oh, da unten können wir eigentlich auch noch mal hin. Da könntest du mal mit Warpspin oder so hinporten. Wohin denn? Da unten bei dem Punkt. Ja, sobald man extra Truppe Warpspin da ist, gehe ich darüber. Rums. Pass auf den Avatar auf. Ja. Du begibst dich da in gefährliches Territorium. Mit den Granatwerfern, das gibt böse auf die Fresse. Ja. Bedingt. So gefährlich jetzt auch wieder nicht. So. Wenn wir einfach keine Einheiten mehr brauchen, das finde ich irgendwie ganz praktisch. Mhm, definitiv. So, jetzt hier unten noch, zack, den einen Trupp. Leck. Leck, habe ich auch gehabt. Gott sei Dank nur ein Leck. Ja. Jetzt rausfliegen wäre halt echt übel. Ja, das wäre ja vor allem echt beschissen. Weil jetzt haben wir ja schon die halbe Mission gespoilert, das ist ja irgendwie doof. Hast du das geklärt? Unten? Hm? Ja. Sehr gut. Der Avatar kann Punkte einnehmen, finde ich ja super. Nee, das macht mein Veldoran. Also. Eine leichte Veränderung. So. Na komm, wir sind ja keine Unmenschen. Geben wir den Warpspinnen mal wieder volles Leben. So. Ich bin so gütig, gell? Genau, das war das Wort. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Norden weiter, ne? Ich stimme zu. Eine gute Position. Jo, Abmarsch. Die Fähigkeit hätten wir beim Verteidigen von dieser komischen Einheit gebraucht. So. Piff, das war der Cybot. Mhm. Aua. Okay. Ehrlich gesagt habe ich entweder das Gefühl, die Warpspinnen sind schlechter als normale Warpspinnen oder dass Warpspinnen generell nicht viel aushalten. Die halten generell nicht viel aus. Oh fuck, mein Avatar. Ja, das ist irgendwas Dickes da oben. Hm, schweres Affenteam. Willst du dich da mal hinterporten? Ja, hab ich vor. Hast du dich voll davor geportet? Ja, hinterporten hat die Reichweite nicht gereicht. Achso. Ich meine, hat jetzt so auch funktioniert, so ist es nicht, aber... Okay, Avatar heilt sich. Okay, ich porte mich auch gerade nochmal zurück mit den Warpspinnen zum Heilen. Vorsicht, deine Typen da oben, wir kriegen böse aufs Fassbrett. Ja, ja. Eine leichte Veränderung. Matsch. So, Avatar ist wieder fit. Warpspinnen auch. Wir müssen den festgelegten Ein Verbündeter hat die Kontrolle über einen Siegpunkt erworben. Ich stimme zu. Und ich will nochmal Warpspinnen. Gibt's ja gratis. Die Hälfte der Oh shit. Brauchst du da Hilfe? Ist gerade so ein bisschen evil mit dem Predator und allem da oben. Okay, dann regle ich erstmal hier gegen die Infanterie. Ich kümmere mich mal um die Fahrzeuge, ja? Oh fuck, das war Ronan. Ja. Kümmerst du dich mal um den? Ah, willst du mal die Typen töten? Die massakrieren da gerade meine Warpspinnen. So. Okay. Haben wir hier noch Gegner? Alles weg, gell? Ne, hier unten links sind noch Gegner. Ich wollte nochmal Warpspinnen. Batz. Batz. Vermelde Gehorsams, 5 Trupps Warpspinnen am Start. Vorsicht, Vorsicht, du hast dort so ein
Viech wieder am Hintern. Ja, Zerschmetterer, richtig. Was mir gerade auch viel zu viel Damage macht. Ja, ich habe ihm gerade 6 Granaten an den Kopf geschmissen, das dürfte reichen. Schon krass, wie viel Damage das die Typen machen. So, da oben ist schon wieder ein Predator. Ja, super. Wenn ich sage porten, dann portet sich genau ein Trupp, so habe ich das gerne. Und der rennt dann im nächsten Zerdingens ins Gesicht. So habe ich das gern. Wir werden auf, sogar schneller als Gedanken. Da kommt gerade einiges, ne? Oh ja. Ich muss darauf warten, dass meine Antifahrzeuggranaten wieder aufgeladen sind mit den Warpspinnen. Das hat leider eine ziemlich lange Respawn-Zeit. Boah, ich glaube, dass das Gewehr, das das Ranger-Gewehr, das One-Hitted Zerfleischer. Nice. Wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ich kümmere mich mal um den Predator. Mach das. Willst du mal das andere Viech bedingsen? Womit denn? Mit Ronan? Ja, stimmt, ich habe sogar die Granate, war in dem Moment wieder einsatzbereit. So, machen wir den Turm? Machen wir. Wollen wir dann eine Singularität reinschmeißen? Nee. Wobei, da sind ja viele Einheiten, gell? Wir haben schon wieder fast 250 Punkte zusammen. Ja, die hat jetzt aber so viel Damage nicht gemacht. Aua, das gibt gerade böse auf die Fresse, der Zerfleischer da. Das kostet mich gerade Warpspinnen ohne Ende. Warte mal hin. Nein. Wir haben immer noch Platz für 2 Hauptspinnentrupps. Das sind jetzt mittlerweile 7. Holy crap. So. Okay. pass auf das Gebäude auf. Kein Ding. Ja, schon ein Ding. Irgendwie fressen die keinen Damage dadurch. Plan geändert. Wozu habe ich denn die doofen Granaten? Hallo, willst du ja mal die Granaten? Ja super, bis ich da bin durch das Sperrfeuer, hast du sowieso da an dem Gebäude ausgeräuchert. Ne? Ne? Fast. So, dann nehmen wir mal den letzten Turm auseinander und dann geht's auf, um Kyras mal richtig den Arsch aufzureißen, sag ich mal. Oh ja. Vielleicht sollten wir uns vorher nochmal healen, das fände ich gut. Ich bin geheilt. Außerdem ist da links noch ein Hauptquartier. Wo ist denn eigentlich meine zweite Olle? Gut, die soll mal hierher kommen und die Warpspinnen so ein bisschen kurieren. Und das war's mit dem Turm. Okay, wenn du meinst. Ja, ist ja gut, hör auf mit deinem... Oh oh. Ja. Abmarsch. Was? Du willst die Rechtschaffenheit neu definieren? Du hast sie ja nicht mehr alle, Junge. So, nochmal Warpspinnen. So, dann lass uns mal eben hier lang gehen, das Hauptquartier einnehmen. Ja. Ja. Ich überlege, ob ein Trupp Phantomruinen vielleicht nicht auch noch eine gute Idee wäre. Die Elder. Lässt grüßen. Voll der Diske. Richtig assi. Oh ja. Ausgelöscht werden wir so schnell nicht. Guck mal, da unten ist so ein Chaosportal. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir gleich noch ein bisschen Gesellschaft, wenn wir uns mit dem Typen prügeln. Wahrscheinlich, ja. Deine Unwissenheit ist erstaunlich, Dämon. Unser Volk entwickelte sich schon Jahrtausende vor euch, ihr Ausgeburten der Hölle. Wir erschlagen dich zum Wohle unseres Volkes. Na, wenn du meinst. Bist nichts. Du besitzt lediglich etwas von uns. Und wir sind gekommen, um es zu holen. Wo denn? Sieht man das an deinem Körper? Nee. Wir haben... Ach stimmt, du meinst den Seelenstein. Ja, Nee, ich glaube nicht. So. Aber der hat einen geilen Bolter auf der rechten Hand. Ach,
Der hat bescheidene 415.000 Leben. Kyras, Dämonenprinz. Holy shit. Ab geht die Party. Ja, warte kurz. Alles, was ich... Sollen wir schon... Ja, ich kann keine einzige Wurfspinne mehr holen, weil die Bevölkerung... Wir können gar keine Antigraf-Plattform bauen. Mano. Geben wir ihm Saurus. Was wird denn das da, wenn es fertig ist? Sieht auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Sieht nach dem Tod für Einheiten aus. Pass auf. Okay. Schmeiß den mal ein paar Granaten an den Kopf. 9 Stück, Alter. Bam, bam. Okay, ich kommandiere jetzt mal die Warpspinnen dazu ab, dass sie da mal alle auf den Typen drauf rotzen sollen, ne? Die können ja ruhig drauf gehen. Alter, guck dir mal die Leben an. Oh. Oh what? Oh what, ja. Wir müssen wieder Türme einreißen. Ja, wie fantasievoll. Schade, dass Warpspinnen keinen Schaden gegen Gebäude machen. Wir können uns noch einen Trupp Phantomdruiden holen. Ne, können wir nicht. Ah, wir haben nicht genug Bevölkerung, ne? Ja, was kommt denn da? Ah! Das finde ich jetzt gar nicht lustig. Ey, ich will diese Überblendungen gehen einfach in den Sack, gell? Man sieht dann einfach für einen Moment nichts, das ist ziemlich nervig. Ja. Alter, guck dir die Leben an, wie die runtergehen. Ja, so nach und nach. Ja, eben. Zählt er als Fahrzeug? Ja, er zählt als Fahrzeug. Ich schmeiß dem jetzt mit allen Warpspinnen die Dinger an den Kopf. Hey! Was tust du? Gut wehgetan, Alter. Alter, das war gerade die Hälfte aller Warpspinnen. Echt? Ja. Oh shit. Ich hol nochmal neue. Zieh mal eben meinen Avatar zurück. Muss mal sein. Werft doch mal da eure Kackgranaten rein, meine Güte. Kann ich den verwirren? Nee, leider nicht. Gegen wen soll er hier auch kämpfen? Gegen die? Okay, genehmigt. Die kann ich aber verwirren. Aber gegen wen sollen die denn kämpfen? Wo ist eigentlich unser Avatar? Ich hab gesagt, ich zieh den mal kurz zurück. Ah, der kriegt da auf der Fresse. Ja, hast du absolut recht. Das war die längste Zeit, wo mal ein Avatar... Ja, ist weg. Okay, also die Warpspinnen, die sind hier ziemlich am Abkrepieren. Ich hole jetzt aber einen Ilumzar. Kommt mir sinnvoller vor. Meinst du? Lasst keinen übrig, der davon erzählen kann. Ich werde nicht versagen. Von hinten kommen gleich die Zerpester. Der Fleischer, was auch immer. Alter, die leben, das dauert ja Jahre. Ja, so ein bisschen, ne? Vorsicht, von hinten kommen die Viecher. Unser Feind wünscht uns etwas persönlicher kennenzulernen. Ja, das hoffe ich doch nicht. Obla. Hey! Entschuldigung. Ich hab die falsche Taste erwischt. Ach nee, wirklich. Ja. Alter, der Zerschmetterer hat jetzt schon wieder fast mein... Ah. Ja, das war der Edumzar. Das war der berühmte Satz mit X. Ah, diese Mistviecher, Alter. Diese Warpspinnen sind ganz praktisch, aber für Bosskämpfe sind eigentlich alle Einheiten außer den Helden völlig sinnlos. Ja. Was haben wir gekriegt? Irgendwas, den Runenstein von Moirai Heck. What the heck ist Moirai Heck? Oh oh.
Bumm. Ich hoffe, du hast auf konzentrierten Strahl gestellt. Ja, habe ich. Bringt gerade nur mäßig was. Boah. Aua. Schon wieder alle Warpspinnen weg. Pass auf, Kayle ist so gut wie weg. Nicht nur die. Aber die kriegt ja, wenn sie kämpft, zusätzliche Energie dazu. So. Auf mehr als einen Trupp Warpspinnen komme ich einfach nicht. Muss verrecken nicht. So, die kommen jetzt und dann kriegt diese Zerschmettererbrut hier auch wieder so ein bisschen. Aha, das werden ja immer mehr, kann es sein. Weißt du was, ich baue jetzt mal Geschütze. Meinst du, das macht Sinn? Dann baue sie aber wenigstens außerhalb von der Reichweite von dem seinen Strahlen. Ja, das Problem ist, ich glaube, so ein Feuerstrahl macht ein Geschütz One-Hit. Ja. Okay, ich baue auch nochmal eins. Eigentlich machen wir am meisten Schaden damit, dass wir da vorne einfach mit den zwei Eulen drauf rumholzen und hinten mit den zweien rumstehen. Jo. Und mit dem Avatar-Lumzer wollte ich eigentlich sagen. Ja, das ist meiner Meinung nach auch das Problem mit dem Geschützturm. Ach fuck, mein Geschützturm, der ist genau gerade außerhalb der Reichweite von dem Typen. Sehr gut, meiner aber auch. Naja, der schießt drauf. Echt? Der rechte, der rotzt. Okay. Alter, wie das alles an dem einfach abprallt. Aber so ein Viech müsste man rufen können, finde ich. Das wäre doch mal Hammer, oder? Wenn man den im Multiplayer holen könnte. Also selbstverständlich frei beweglich, nicht im Lavasee feststeckend. Ja, das war auch mein Geschützturm jetzt übrigens. Ja. So. Ich gucke mal, dass die Viecher da... Ja, okay, ich habe jetzt mal mehr auf Phantomruinen umgesattelt, weil die so schön viel Schaden machen. Mhm. Aua. Ja gut, einen, du hast Glück, dass sie einen Moment zu spät kamen. Glück. Ah, guck mal, da kommt wieder ein Turm. Geben meinem Saurus. Der nicht allzu lange halten sollte. Nee, wahrlich nicht. Vorsicht, da kommen wieder Einheiten. Oh. Geht mir das auf den Senkel mit dem Blitzen. Ah, Mist. Mir ist die eine Olle wie gestorben. Kannst du die gleich mal wiederbeleben? Ja. Aua. Jetzt sind beide Eulen gestorben. Ja. Oh shit. Shit, jetzt ist meine auch gestorben. Wer bist dich da? Leb erstmal die wieder, die da so am Rand liegt. Das ist Caleb. Die hilft schon mal ein bisschen was. Ja, wenn er mal wiederbeleben würde, ne? Tut er leider nicht, ne? Irgendwie hat er keinen Bock. Dann belebt als erstes mal Veldoran, LNW wieder, weil die kann dann Kaelith wiederholen. Vorsicht von hinten. Viecher. LNW belebt. Kyuras leider auch. Ja, aber nicht mehr lange. So hoffen wir's. So, jetzt nochmal Destruktor rein. Warte mal, kann man das mentale Duell auf das Viech machen? Nee, kann man leider nicht. Kann man einen Psychsturm auf das Viech setzen? Ich glaube, der damaged uns auch. Die Singularität macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ruf den Psychsturm! Finde die Gefallenen! Okay. Für Taldea. Machen wir. Da kommt der Psychsturm. Der Dämon ist aber auch noch nicht tot. Hä?
Mach du mal mit dem Psi-Sturm. Irgendwie hat das nicht gereicht. Ah. Der sieht aber auch ein bisschen epischer aus als sonst, ne? Ja. Der haut dem voll durch den Kopf durch. Das war der Kopf. Ja. Und zurück in den Lava Swimming Pool. Okay, jetzt haben wir hier noch unseren Boss. Was ist mit dem Seelenstein? Da liegt er. Das ist Gabriel Angelos, oder? Der da liegt. Ja. Lana Marines verschwinden. Gabriel ist zu cool dafür, der bleibt liegen. Bam! Einsatz erfolgreich. Und damit haben wir die letzte Mission geschafft, ohne K.O. zu gehen. Gucken wir doch mal, was jetzt noch kommt. Auf leichtestem Schwierigkeitsgrad. Guck mal, wir haben noch zwei Waffen gefunden. Ja, und 20 Nahkampf plus 20% Nahkampf und plus 20% Fernkampfschaden. Der Runenstein von Morai so. Heck, den haben wir jetzt gekriegt. Weißt du, jetzt, wo das Ding geil gewesen wäre. Fortsetzen? Fortsetzen. Ladesequenz? Aber ein epischer. Ja, sieht echt geil aus. Da würde ich gerne Urlaub machen. Ja, ist voll hübsch da. Ist bestimmt richtig gut für Haut und so. Psst. Ich frage mich, ob meine Träume endlich enden. Wir sollten froh sein, solch ein loyales Volk zu haben. Ich glaube, das sind wir bereits. Du hast den Weltenschiffen ehrenvoll gedient, Ausgestoßener. Was wirst du jetzt tun? Ich werde meine Schwester nach Hause bringen. Dawn of War 2 Retribution. Jawohl, ich habe jetzt auch den Abspann laufen. Ein weiteres Projekt der Battle Brothers, welches beendet wird, nachdem wir Dawn of War 2 und Dawn of War 2 Chaos Rising gemacht haben und Dawn of War 2 Retribution angefangen haben und abgebrochen haben und den neuen Kanal gemacht haben, haben wir jetzt endlich die Dawn of War 2 Kampagne offiziell mal durch-let's played oder durchgekoopt. Gekoppt, genau. Gekoopt. Mit dem Volk der Elder zu Ende gebracht, was in meinen Augen eine gute Entscheidung war, weil es einen ganz anderen Blickwinkel auf das Ganze nochmal gibt. Ich finde die Story sehr, 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 sehr gut durchgedacht eigentlich. Also sowohl Dawn of War 1 als auch Dawn of War 2 geht mehr oder weniger nahtlos ineinander über. Es ist echt schön gemacht. Man sieht da jetzt gerade nochmal die Sequenz vom Exterminatus im Hintergrund laufen. Einige Wendepunkte. Ich fand das zum Beispiel sehr cool, als in Chaos Rising die Space Marines auf einmal zum Teil korrumpiert sind und hier der Exterminatus, wirklich einer, also ich finde, das ist der beeindruckendste Moment in der ganzen Kampagne. Ja. Hier sehen wir es gerade nochmal. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, inklusive uns, wie geht's weiter? Wir werden natürlich weiterhin am Dawn of War Tag Dawn of War Videos bringen, natürlich. Und ihr werdet euch sicherlich fragen, was für Videos kommen. Das werden wir euch nicht verraten. Richtig, genau. Das ist an dieser Stelle nämlich noch ein kleines Geheimnis. Wir sind momentan nämlich noch stark am Arbeiten, damit wir euch auch demnächst wieder tollen Content liefern können. Richtig. Es wird auf jeden Fall weitergehen mit Dawn of War Community Matches. Das können wir euch auf jeden Fall schon mal sagen. Wir haben davon ja schon ein paar online und es werden neue und weitere kommen. Dawn of War 2 wird jetzt erstmal nicht mehr kommen wahrscheinlich, sondern wieder mehr Dawn of War 1 Stuff. Wir haben da noch so ein paar Sachen in der Hand, die wir ganz gerne machen wollen. Ja. Genau. Ansonsten läuft derzeit von mir das Prototype Let's Play. Ich denke mal, ich meine, auch wenn der Part jetzt erst in 5, 6, 7 Wochen rauskommt, aber ich denke mal nicht, dass das Projekt bis dahin durch ist. Sobald Prototype durch ist, wird es von mir natürlich auch wieder ein neues Single-Projekt geben. Wie das beim der Unterbahn ist, ist noch so eine Sache für sich. Der wird natürlich weiter Siedler hochladen. Aber ich habe ja im Moment nicht so wirklich so ein Single-Projekt, wie man das also bei Java kennt. Richtig. Von wegen, irgendeine Kampagne Let's Playen und das alleine kommentieren. Ehrlich gesagt liegt mir das persönlich auch nicht so wirklich. Ich mag das nicht so gerne. Aber wie gesagt, auf jeden Fall wird es weiter Siedler-Parts geben. Ich habe auch noch einiges zu Dragon's Prophet in Planung. Könnt euch also auch drauf freuen. Und natürlich bin ich auch bei den Dawn of War Community Let's Plays und bei den anderen Projekten, die wir zu Dawn of War machen werden, natürlich immer dabei. Ich finde es gerade extrem cool, wie man im Hintergrund die ganzen Entwicklungsschritte sieht. Ja, das finde ich sehr genial gemacht.
Ja, es war natürlich wieder ein relativ langes Projekt, mit Parts, die relativ lange waren vor allem. Das gefällt manchen Leuten und manchen Leuten gefällt es nicht so. Ich finde, so ist es einfach die beste Möglichkeit, die Atmosphäre von so einer Kampagne wirklich einzufangen. Ich finde, wir haben das mit den Missionen und den Ausrüstungsmomenten eigentlich einen ganz guten Schnitt hingekriegt. Mhm. Wir sind gespannt, ob es irgendwann nochmal ein Dawn of War 3 gibt. Wir alle wissen ja, dass THQ leider pleite gegangen sind vor wenigen Monaten bis Jahren. Ich glaube, vor einem Jahr ungefähr. Ja. Anderthalb Jahre. Der Todestag jährt sich. Oh, jetzt sehen wir den Avatar versus den Verpester. Oh yeah. Guck mal, der hat jetzt das Schwert in der Titte. Ja, lecker. Ja, auf jeden Fall, wurde daraufhin das Entwicklerstudio von Dawn of War, also Relic, wurde aufgekauft von Sega. Ja. Und Sega hat leider dazu noch nicht wirklich was von sich gegeben. Das bleibt abzuwarten, ob da in irgendeiner Form noch was kommen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt drauf, genau. Und wir würden es wahrscheinlich auch dankend annehmen und sicherlich auch spielen und kaufen. Und Let's Playen. Das natürlich auch. Aber ob das natürlich irgendwann nochmal der Fall sein wird, warten wir es ab. Ja, richtig. Ansonsten warten wir jetzt eigentlich nur noch darauf, dass der Abspann durchläuft. Wir haben heute viel aufgenommen. Wir haben im Endeffekt jetzt die letzten 6 Parts hintereinander weg aufgenommen. Richtig. Das ist nämlich immer so eine Sache mit der Soundabstimmung. Das ist ein sehr sensibles Thema, was, wenn man alleine aufnimmt, natürlich überhaupt kein Problem ist. Wenn man die Community-Let's Plays aufnimmt, vielleicht noch mit anderen Leuten auch nicht, weil es da sowieso nicht so drauf ankommt. Oh, das ist jetzt ein epischer Screen, siehst du? Oh, ja, das sieht echt geil aus. Mit den Kratern vom Exterminator. Ja. Ja, auf jeden Fall ein Spiel, welches dem Warhammer 40k-Universum durchaus gerecht wird. Viele Leute fragen, Dawn of War 1 oder Dawn of War 2, was findet ihr besser oder was findest du besser? Ich persönlich muss sagen, mir gefällt Dawn of War 1 nach wie vor besser. Die Grafik bei Dawn of War 2 ist ohne Frage besser. Ich finde es schade, dass es die Necrons und Tau nicht gibt. Dafür gibt es die Tyranniden, ne? Was mir bei Dawn of War 2 sehr gut gefällt, ist der Last Stand Modus und ich finde es eigentlich sehr schön, dass es die Einheitenkontrolle und das Management wurde ein bisschen verbessert. Ja. Also, klar, hat immer noch Macken, aber im Gegensatz zum ersten Teil wurde es schon verbessert. Und außerdem, was ich auch sehr schön finde, sind diese, ich würde mal sagen, Rollenspielelemente, dass man also seine Charaktere ein bisschen skillen kann nach seinem gut dünken und dass man eben auch in sich entscheiden kann, ob man jetzt einen Charakter gerne auf Fernkampf oder auf Nahkampf trimmen würde. Ja, und richtig. Das ist, denke ich, was das Spiel durchaus interessant macht. Nicht unbedingt, ja, wie soll man sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir der Meinung sind, dass Dawn of War 2 ein schlechtes Spiel ist. Aber grundsätzlich vom Spielprinzip, von der Langzeitmotivation, das Spiel zu spielen, würden wir doch eher sagen, dass Dawn of War 1 das spannendere Spiel ist, einfach weil es mit den Multiplayer-Matches, ja, wie soll man sagen, einfach deutlich spannender ist. Das ist vielseitiger, man erlebt lässt irgendwo. Richtig, man erlebt mehr Situationen, die man so noch nicht hatte. Ganz zu schweigen von den Mod-Möglichkeiten. Läuft richtig bei dir der Trailer jetzt nochmal durch? Nee. Also bei mir kommt jetzt wieder THQ Project Manager. Ja, das kommt stimmt, auch, aber das ist eine andere Musik, ne? Und das war nicht THQ, was stimmt, drüber stand. Ja, ja, also Rest in Peace. Ja, ist ja auch nicht mehr THQ, ne? Genau, ja. Rest in Peace. Danke für dieses geniale Spiel. Ja. Das wär's aber eigentlich auch soweit von den Battle Brothers. Ja. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Genau. Bedanken wir uns bei allen, die sich dieses Projekt zu Ende angesehen haben. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, hat unseren tiefsten Respekt dafür und wir freuen uns darüber. Unser Kanal kommt dafür, dass wir den erst seit Ende des Jahres 2013 haben, schon wahnsinnig gut an. Wir haben fast 200 Abos inzwischen. Vielleicht haben wir sogar über 200 Abos, wenn dieses Video online geht. Das ist für den Zeitraum, für noch nicht mal ein halbes Jahr, Wahnsinn. Das haben weder ich mit meinem alten Kanal noch Raffi oder JavaHetzung mit seinem alten Kanal geschafft. Richtig. Dafür möchten wir uns bei euch auf jeden Fall bedanken. Wie gesagt, wer jetzt noch zuhört und noch nicht abgeschaltet hat, hat unseren Respekt. Und das sind den wahre realen Fans. Namen von JavaHetzung LP auch noch, als kleines ja, Gimmick. Genau. Super. Wenn ihr noch wartet, bis der Abspann vorbei ist, dann gibt es auch noch die Telefonnummer und die Postanschrift und natürlich auch noch die Adresse. Ja, klar, natürlich. Und ihr kriegt den wahren Namen von Herrn Unnerbahn. Ich habe einen wahren Namen, ich wurde schon so geboren. Ja. Ja, natürlich. Er war immer der Unnerbare für uns. Richtig, richtig. Ja, jetzt Abspann. Was ist?
Haben ja, wir gleich Customer mal? Service Supervisor, Colin Thompson. Hab Hunger. Was für Hunger. Mein Gott, ich bewundere das epische Spiel. Hunger ja, ist Inquisition. Musik allein tut gerade schon ihr Übriges. Die Musik ist halt auch echt genial. Dieses epische Battle-Theme der Space Marines, oder die epischen Themes sind Gänsehaut. Oh ja. Also von der Atmosphäre her, wie gesagt, an manchen Stellen ist es geil, an manchen Stellen muss man sagen, erwartet man so ein bisschen noch den Twist. Also das ist vielleicht noch sowas, was der Kampagne ein bisschen gefehlt hat, vielleicht so die unerwartete Wendung. Ja, dann so Kleinigkeiten wie War Wars Klatschgesicht. Das nimmt halt so ein bisschen die Epicness aus dem Ganzen raus. Also jede Mission mit den Orks kann man praktisch nicht ernst nehmen. Das muss man sagen, ist ein großer Kritikpunkt vielleicht an dem Spiel, dass die Orks an sich nicht wirklich seriös rübergebracht wurden. Gleichzeitig aber halt auch ein Vorteil, weil es ja, so ein bisschen irgendwie die Atmosphäre bringt, ein bisschen auflockert. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Ja. Wombos Darmreißer und Wombos Klatschgesicht. Oh je, oh je. Was ich euch auch nur ans Herz legen kann, wenn ihr solche Kampagnen und Dawn of War 1 und Dawn of War 2 cool findet, lest euch mal in die Warhammer Bücher rein. Die sind die erscheinen unter Black Library und spielen halt auch im Warhammer 40k Universum. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Autoren und noch viel mehr verschiedene Bände und Reihen. Und die lassen sich zu dem Teil, den ich jetzt gelesen habe, wirklich gut lesen. Ich würde empfehlen, zum Beispiel die Space Wolves Trilogie. Die ersten drei Bücher sind sehr schön. Ich fand auch die Eisenhorn Ravenor und Paria, also Eisenhorn versus Ravenor Bücher fand ich auch sehr schön. Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, kann man da auf jeden Fall auch mal reinlesen. Es handelt auch vom Warhammer 40k Universum und die Story, die jetzt hier in solchen Kampagnen durchkommt, wird da noch vertieft und nochmal halt auf eine etwas andere Art und Weise rübergebracht, was mir sehr gut gefällt. Ja, man kriegt einfach Background. Man kriegt ja in diesen Kampagnen ja nichts mit von dem realen Leben. Ich meine, man kann sich ja zum Beispiel nicht vorstellen, wie ist es, auf einer imperialen Welt zu leben. Ne? Also wenn man wahrscheinlich auf einer imperialen Welt leben würde, man hat wahrscheinlich das Gefühl, man ist ziemlich unbedeutend und entbehrlich, möchte man sagen. Definitiv, ja. Und das ist zum Beispiel was, was hier gar nicht so rüberkommt. Ja? Oder dass diese imperialen Soldaten tatsächlich auch nicht nur Kanonenfutter sind, sondern dass sie unter Umständen auch Gefühle haben. Oder eine Story, die vielleicht dahinter läuft steht. Läuft jetzt auch noch der Dawn of War 2 Chaos Rising Trailer damit. Hm, bitte? Da läuft jetzt gerade auch noch Dawn of War 2 Chaos Rising der Trailer durch. Echt? Der Abspann, ja. Stand gerade Dawn of War 2 Chaos Rising Team. Ja, wahrscheinlich also, ist das Dawn of War 2 Chaos Rising Team von THQ, oder? Otto Ingi Ottosson. Ja, ja, natürlich, klar, es ist hast das. Hast du auch gerade Otto Ingi Ottosson? Aber die laufen jetzt wirklich, das ist jetzt da, die ballern jetzt nochmal alles durch, was in irgendeiner Art und Weise in diesem Guck Spiel mal, Bartosz Rzak. Siehst du den auch gerade, den Bartosz Rzak? Nee, doch da, ja. Doch, Environment Artist ist das, ne? Und Kim Jill. Und wen haben wir noch? Hak Jung Lee. Ja, Additional Art sind dann die, ja, das sind die Leute, die dann so irgendwelche tollen Banner oder sowas designen für so ein Steine. Balance Team. Die haben gute Arbeit geleistet im Vergleich zu Dawn of War 1 hier. Oh ja. Die Völker sind wirklich sehr schön ausbalanciert. Zum Teil, ja. Also da sind die Erzähler. Auch schön. Ja, Jeff Turner. Die haben wir ja leider im Deutschen nicht. Italian Team, French Team, German Team. Da haben wir es. Reiko Ohlenberg, Monika Weiß, Jana Piest und Arthur Price. Arthur Price? Ich habe keine Ahnung. Elena de Catalina. Ja. Und Chinese Team Sky Lin und Disc Tang und Gabriela Hsi. Also wenn man in China lebt und Sky Lin heißt, ne? Ist schon geil, gell? Ist schon ein Name für sich. Und Tester war der Vitislav Krumm. Der hat sich wahrscheinlich auch den Rücken krumm getestet. Genauso wie David Smekal. Ich muss bei dem Namen Krumm immer ins Harry Potter-Universum denken. Sound Producer war Gregory Yokov. Und QA-Lied war Andriy Semilyanov, Gott im Himmel. Das Beste am Abspann ist halt gerade wirklich der Song. Ja. Das Schlechteste am Abspann ist mein Hunger. Och, Mann, pins nicht rum. Das ziehen wir jetzt noch durch, mein Gott. Und wenn es noch drei Stunden dauert. Nee. Art Golubov. IG. Hier, guck mal, der Typ heißt Art Golubov. Golubov. Ja, ist ein schöner Name. Oh, gute Güte, aber international. Thanks to AMD, Nvidia und Intel. Ja, gerne. Ist kein Ding. Hab ich schon gern gemacht. Und Sandy Senye war so cool, wenn er steht, denkst du Java, ne? Einfach so.
Hättest du wohl gerne, gell? Und da war Kyung-Go Lee, der Animation Director. DigiArt, oh mein Gott, haben da viele Leute dran mitgearbeitet. Yen Hui Sung und Dong Kyo Yo und Min-Kael Cho und Seung-Wa Kim. Und Son Ho Chang und Mina Kim und Myung Kim und Yeyung Lee und Kyoko. THQ, ja, natürlich. Jetzt fangen wir erst an mit dem THQ-Team, oder was? Das hatten wir doch schon vorhin. Das kommt mir jetzt irgendwie doch bekannt vor. Vielleicht läuft der Trailer echt ohne die Bilder nur nochmal durch. Nee, das hatten wir auch eben nach den Bildern schon mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das schon hatten. Ja, das Gefühl habe ich nämlich so langsam auch. Es nimmt kein Ende, Leute. Es nimmt kein Ende. Ihr könnt noch ein bisschen mehr genießen, wie wir euch die Quality Assurance. Okay, was haben wir heute? Development. Richard Brownie. Wenn wir den ersten Namen wieder erkennen, dann glaube ich, heißt das... Quality Assurance. Ja, natürlich. Was denn noch? PC Specialists. Was machen die denn? Ich weiß es nicht. Das sind die PC-Spezialisten. Ja, stauben die PCs ab oder was machen die? Ja, das sind die Putzfrauen. Die kommen wahrscheinlich auch noch gleich. Question wie ich das and Answer kann. Operations Manager. Ja. I Energizer. Zum Thema Question and Answer ist das auch so eine Sache, die haben super Support, echt. Keine Antwort. So. I Energizer. Ach, mit Apple haben sie auch was gemacht, wie schön. Guck mal, Abhishek Mani Tripathi hat getestet. Und ah, Gopal nee. Pandey, gut, dass sie die Inder das getestet haben, das war ja klar. Sohini Nack und Sumit Anand und Sumit Naga. Ich hab grad so die Hoffnung, dass der Großteil der Leute abgeschaltet hat. Was haben wir hier? Manchu Hirschet und Subramanya Baliga und Bradinya... Der eine hat voll den langen Nachnamen, die haben mega die langen Nachnamen. NPR, ja. MVK. Ed Kaufmann, ne, das hatten wir noch nicht. THQ Publishing. Special Thanks, George Collins, Martin Thayer, Natasha Clark und Galen Paolini, oh Gott. Und also Games Workshop, das hatten wir jetzt aber auch schon. Ja, hatten wir schon. Dawn of War 2 Credit, ja, das hatten wir jetzt aber echt schon. Meine Güte. John Ebert, Game Design and Balance, das hatten wir doch garantiert Leute, schon. Wir überspringen jetzt einfach... Balance Manager, Game Balancers, gedrückt. Die hatten wir doch schon, oder? Ich habe jetzt Escape Kim. Gedrückt. Ach, ich glaube, dass das kein Ende hätte. Ich glaube auch nicht. Nee, so. Jeffrey Hill, den hatten wir schon mal. Okay. Einen kurzen Abspann. Ja. Verabschieden sich damit die Battle Brothers. Wir bedanken uns fürs Zusehen bei diesem Projekt. Danke für alle, die dabei waren. Wir hoffen, das haben euch gefallen und wir hoffen, dass ihr uns bei zukünftigen Projekten zuhören werdet. Richtig. Wenn ihr das jetzt noch hört, herzlichen Glückwunsch. Ihr verdient ein Eis. Tschö, tschö. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.